Is anyone there? Hier ist jemand. Boah, scheiße, Please. Sollen wir aufmachen? Ich mach auf. Was geht, meine Freunde, und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Projekt Made of Scare. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, ist ja auch egal. Hauptsache, das Spiel haut rein. Ist ein Horrorgame, schön im Dunkeln, geile Atmosphäre. Ich hoffe, wir werden uns wieder richtig schön erschrecken. Ich hoffe, ihr habt was zu lachen. Ich hoffe, ich habe beim Schneiden was zum Lachen. Wenn es euch gefällt, immer Daumen nach oben, ein nettes Kommentar schreiben. Hilft mir mega, Leute. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal, das habe ich noch gar nicht gesagt, an die ganzen Leute, wo noch da sind, vom damals, wo neu dazugekommen sind. Finde ich echt super, dass ihr euch meine Videos reinzieht. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los mit dem guten Stück. Schwierigkeitsgrad. Machen wir mal normal für den Anfang. So, let's go. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Oh, Leute, ich habe vergessen, anscheinend den Untertitel einzuschalten. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me. As I have come to believe, he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did. To become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me. A counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Kannst auch übertreiben. Scheiße, okay. Benutze die Phonographen, um einen Spielstand zu speichern. Oder Phonographen. Schauen wir mal. E drücken. Notenblatt. Thomas Evans. Haben wir hier irgendwas da? Wie es aussieht, spielen wir die gute Elizabeth. Und können wir das auch wieder hinlegen? Jo, alles klar. Gut. So, grafisch macht das Spiel auf jeden Fall schon mal einiges her. Ich nehme mal an, wir haben ja was davon mitgekriegt, dass... Oh, das sieht schon richtig gut aus. Ich muss nur die Empfindlichkeit gerade noch ein klein wenig höher schalten. Fadenkreuz an, Sprache Deutsch und Synchros zurück. Tastatur, Maus. Da haben wir es. Anwenden. Nein. Ich will es einfach anwenden. So. Nein. So. Jetzt. Viel besser. Alright, es geht los. Können wir mit I, oh mein Gott, interagieren? Aha, das Inventar tun wir mit I öffnen. Was haben wir hier? Ein Musikmedaillon und Notenblatt von Thomas Evans. Okay, was haben wir hier noch? Dokumente, Phonographen. Ah, hier kann man speichern, okay. Und eine Karte, die wir noch nicht haben. Ich schlage vor, dass wir uns mal ein wenig erkundigen, wo wir hier sind.
Ich hoffe, dass die Helligkeit für euch gut ist. Boah, das sieht schon wirklich schön aus. Oh, der ist schon ganz schön ein bisschen verwildert hier. Irish Sea. Scare Hotel. Da müssen wir hin nachher. Oder da kommen wir sicher hin. Wir haben ja was mitgekriegt, dass wir in das Hotel eingesperrt werden sollen. Aufgrund, dass wir singen sollen. Schiff zum Rennen. Alles klar. Scare Point. Scare Hotel. Ah, es übersetzt einfach nur. Oh, sieht schon wirklich mega schön aus. Okay, wir haben auch einen Puls. Das heißt, wenn wir zu lange rennen, tun wir automatisch abbremsen, um uns zu erholen. Und dann laufen wir dafür noch um einiges langsamer. Scare Hotel. 30. Oktober 1897. Scheiße, also hier will ich auch nicht eingesperrt werden. Beware of the dog. Vorsicht vor dem Hund. Okay, warte, ich habe, glaube ich, was umgestellt. Tut mir nochmal richtig leid. Rückwärts gehen. Ja, nee, so ist gut. Jetzt ist gut. Hab aus Versehen die S-Taste rausgelöscht. Jo. Bin ich jetzt blind? Wie kommen wir hier rein? Hä? Das verarscht mich doch nicht. Ich kann nichts drücken. Warte mal, da waren ja zwei Pfeile gewesen. Aber das geht beides in die Richtung. Nee, nee, wir sind schon richtig. Ah, hier haben wir was. Große Wiedereröffnung. Ups. Oh Gott, da. Große Wiedereröffnung, Scare Hotel. Sondervorstellung von Elizabeth Williams, der neuen Maid von Scare. Tochter des berühmten Gesangswunders Bruce Williams. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Scare Point. Alles klar. Also, wir merken schon, in dem Spiel geht es hier ein wenig um Musik, würde ich mal sagen. Aber macht euch keine Sorgen, Horror-Elemente wird es auf jeden Fall genug geben, da habe ich mich informiert. Der erste Horror ist ja schon, dass wir hier nicht reinkommen. Was geht ab? Ich meine, what the fuck? Ich meine, hier hat es keine Klingel, hier hat es, müssen wir da drüber klettern oder sowas? Ey, jetzt komm jetzt. Stell dich mal nicht so an. Was geht ab? Hallo. Vorsicht vor dem Hund. Ist gut. Haben wir was im Event? Nee. Wir haben nichts. Aufgaben. Ich habe ja noch nicht mal eine Aufgabe und komme schon nicht durch das Tor rein. Hä? Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich drück schon alles. Ich lauf nochmal zurück. Oh nee, euer Ernst jetzt. Ja, ey, komm, aber Leute, ganz ehrlich, ich war so abgelenkt von der Grafik und von der Aufmachung, das hat man echt nicht gesehen. Und ihr hättet sicher auch probiert, erstmal durch das Tor zu kommen, oder? Also durch den Hintereingang. So, ey, wenn jetzt hier zu ist, werde ich aber böse. Privater Bereich. Yes, wir kommen rein. Okay, wir sind im Musikzimmer.
Ah, okay, hier an dem Ding können wir immer speichern. And it was in no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Oh, ist aber auch ein riesen Anwesen hier, Anwesen. Hier unten haben wir einen hauseigenen See mit einem Boot. Ja, kann man machen, ne? Wenn man das Geld hat. Aber ich muss schon sagen, das Game hat eine ganz spezielle Atmosphäre. Auch die Belichtung. Ey, guckt euch mal die Wälder an, die sehen richtig gut aus. Ich hoffe, das kriege ich in dem Video genauso gut rüber, wie es hier gerade live auf meinem Bildschirm aussieht. Was haben wir da? Guck mal, da ist noch irgendwas. Ein Hund. Das Ding ist jetzt nach oben geflogen. Ah, so. Ich dachte schon, wir kommen wieder nicht mehr weiter. Oh, guckt euch das mal an. Richtig gut. Also jetzt wurden wir also hier in das Hotel verfrachtet. Keiner, der uns empfängt. Keiner, der uns einweist. Kommt mir alles schon ein bisschen spanisch vor, oder? Bin ich mal gespannt, ob wir auch jemanden im Haus antreffen. Oh gut, irgendeiner muss da sein. Ich meine, die haben ja auch einen Hund hier freilaufen. Ja gut, der kann sich auch von allem anderen ernähren. Aber ob das so gedacht ist, dass wir so einen Weg hier laufen? Quer durch die Pampa? Den ersten, den wir hier eintreffen werden, ist sicher der Gärtner Julio am Hecke schneiden. Als immer auf der anderen Seite vom Tor. Da hätte man aber auch machen können. Ja, nu. Ist das dasselbe Plakat wie vorher? Ja. Doch, wir sind richtig. Ey, das ist ja eine richtige Burg hier. Hammer. Guckt euch das an. Mal gucken hier, ob wir was finden noch. Eine alte Kutsche. Ich frage mich, wie alt das ist. Beziehungsweise in welcher Zeit wir genau spielen. Wir wissen ja, das Plakat ist von 1800... irgendwas? Was haben wir hier? Open, closed. Also von da kann man das Tor öffnen. Kommen wir von der Seite rein? Ja. Das ist aber schon richtig, ne? Wir spielen eine Frau. Elizabeth. 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 Ach du Scheiße. Leute, verzeiht mir. Es ist schon 12 in der Nacht. Müde von der Arbeit. Aber die Lust ist immer nur da. Das ist wichtig. Grand Reopening, also Wiedereröffnung. Boah, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Aber wieso werden wir bitte in so ein einsames Hotel verfrachtet? Und
niemand da, der uns empfängt. Ich verstehe noch nicht ganz, was wir da machen. Aber das werden wir schon rauskriegen. Oha. Ah, das ist Licht gewesen. Ich dachte schon. Boah, die Soundkulisse geht richtig ab. Ich geb mir noch kurz. Ich will bei der Grafikeinstellung. Nee. Sichtfeld mache ich auch noch ein bisschen höher. Ah, ist schon okay. 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 M-Karte. Gut, das Telefon ist hier links, Erdgeschoss. Hier spricht Thomas. Bist du da, Elizabeth? Thomas! My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. Ah, ich bin dieser Thomas. Wahrscheinlich. Und die ist hier eingesperrt. Was ist hier vorgefallen? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Wo bist du? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Okay, sie ist auf dem Dachboden, aber sie kann nicht entkommen von da oben. Von wem musst du dich verstecken, Elizabeth? My father and uncle, the staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. In deinem Brief stand. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. Okay, okay, okay. Wir müssen. Ich höre Schritte, aber schon die ganze Zeit. Wir müssen die Zylinder finden. Die Elizabeth ist oben auf dem Dachboden, hat sie sich eingeschlossen. Und ihr Vater und das ganze Personal sind anscheinend irgendwie besessen. Verdammt. Okay, wo fangen wir am besten an? Ist das schlau? Okay, passiert nichts. Hä? Was ist jetzt passiert? Boah, ey, das geht richtig in die Ohren. Aber wo muss ich denn anfangen zu schauen? Gehen wir mal schnell, ob ich noch irgendwelche Hinweise habe. Erdgeschoss, Aufgaben. Suche im Hotel nach Zylindern. Durchsuche das Hotel. Wenn das so einfach wäre. Okay, ich sehe aber noch. Ich weiß, ich sage ein bisschen viel wieder. Okay, verzeiht mir. Ist die Tür offen? Ja. Boah, das ist aber auch ein Riesenhotel. Was haben wir hier? Rezeption und Toiletten. Jo, gehen wir zuerst auf die Toiletten. Wenn wir schon mal da sind, ne? Da sind aber keine Toiletten hier. Hallo, ich bin auf der Suche nach der Toilette. Bin ich hier richtig? Hallo. Was ist das? Was mache ich denn hier? Ah, das sind irgendwelche Klingeln oder was?
Kitchen. Ja, ich kann einfach nur gucken, wo was ist. Kommen wir da durch? Nee. Ey, ich höre die ganze Zeit Schritte. Heftig, einen Moment. Schnell die Soundanstellung. Musik, so. Anwenden. Okay, wir haben die Toiletten gefunden. Ey, verarsch mich nicht, Mann. Von wo kommen denn diese ganzen Geräusche? Ah, ist geschlossen. Tut sich die Karte erweitern? Ja, die tut sich erweitern. Okay. Hier ist irgendein Kraken-Symbol oder so. Ich bin gespannt, wann wir auf die ersten Leute treffen. Ich bin richtig angespannt, oder? Es ist noch nicht mal richtig losgegangen. Beziehungsweise ist es sogar... Oh, wir können speichern. Beziehungsweise ist es sogar noch Tag draußen. Okay, anscheinend ist... Is anyone there? Hier ist jemand. Boah, scheiße, sollen wir aufmachen? Ich mach auf. Help! Who's there? Who are you? Mein Name ist Thomas Evans. Ah, das sind wir. Okay, ich hab's jetzt gecheckt. Tut mir leid. Henry Hughes, you must get me out. Hurry, we must get this door open. Warum hat man sie eingesperrt? Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. Ich werde nach einem Schlüssel suchen. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Also, Tür eintreten. Good. Good. Try again. What a man! Throw yourself into it! Wait. Was? Was? Oh, please, no. Sie kommen! No, don't do this! Whatever you want, I... Boah, ich dachte... Oh. Ich dachte schon, die kommen auf bei meiner Seite jetzt. Oh, was geht ab, Alter? Schnell Tür wieder zumachen. Oh, scheiße, die Zeit ist bald ab. Leute. Okay, wir haben es mitgenommen. Was machen wir denn hier? Ah, guck mal, das ist... Sind das nicht die Schalter, die wir vorhin betätigt haben? Okay. Jo, Leute, ich will kein Spielverderber sein, aber an der Stelle werde ich den Part leider schon beenden müssen. Ich möchte ja nicht allzu lange Parts machen. 26, 27 Minuten sind, glaube ich, gerade gut. Es ist zwar noch nicht viel passiert, aber ich glaube, das Spiel kann ganz, ganz viel Potenzial haben.
Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es darum geht, hier die gute Villa zu erkunden. Und ansonsten würde ich mich natürlich wieder immer über ein positives Feedback freuen. Und ich tue es noch schnell abspeichern. Habt ihr sonst noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.